Sie kennen sich. Und irgendwie auch nicht. Vom Platz her. Stranzel und Kiesling trafen bislang 5-mal aufeinander. Wir stehen uns auf dem Platz, super, aber privat haben wir noch nie was miteinander zu tun gehabt. Ein Duell auf Augenhöhe. Sag nicht, das ist deine. Ist das deine? Ja. Stark. Ich habe nämlich davon gelesen. Okay, nicht ganz. Er ist größer. Ein bisschen. Zwei. Hi. Alles gut? Ja, danke. Ja. Schön. Fit. Alles gut. Ja. Passt. Die neben der Leidenschaft Fußball. Ist cool. Die Leidenschaft. Ja, das ist schon echt geiles Teil. Ja. Für Autos teilen. Das ist ein schönes Familienauto. Ich habe ja noch einen in der Garage. Und welchen? Habe ich noch nie. Das weiß eigentlich gar keiner. Hat mich noch nie einer mit gesehen mit dem Auto. Wer hat's für dich? Ja. Eben deswegen. Will er natürlich nicht verraten. Fußball und Autos. Man spürt die Vibrationen von den Motoren. Es ist schon auch ein super geiles Gefühl. Und genauso ist es natürlich auch im Stadion. Was die wenigsten wissen, Stranzel interessiert sich seit seinem 11. Lebensjahr. Ja, da hat's angefangen sozusagen. Für schnelle Karossen. Da hängt ja auch viel Kapital drinnen. Man weiß ja nie, was kommt. Gründete 2012 ein Unternehmen, das sich genau darauf spezialisiert. Einfach eine Chance dann, ein zweites Standbein für mich nach dem Fußball. Stranzel und Kiesling. Also, Prost. Schön. Ja. Feierten jeweils einen Sieg. Eigentlich Gleichstand. Ja. Muss sich jetzt ändern. Spielten dreimal unentschieden. Letztes Jahr, oder? Osten. Ja, stimmt. Stimmt. Schossen in den 5 Spielen gegeneinander. Oh, du hast schon einige gemacht. Ich habe gegen euch 2 gemacht, was mir glaube ich nicht wieder gelingen wird mit dem Schuss. Tor! Je 2 Tore. Tor hat es immer gegeben. Ich habe selten ein torloses Spiel erlebt, muss ich sagen. Sie kennen sich schon so lange. Und wussten doch bislang so wenig. War einfach herzufinden, oder? Ja, ja. Aber ich wusste gar nicht, dass du echt hier in Düsseldorf eine Werkstatt hast. Voneinander. Kiesling und Stranzel. Wir stehen uns auf dem Platz gut, wir respektieren uns. Macht Spaß, weil er auch, so sagt man so schön, austeilt und auch einstecken kann. Da ist er einfach ein fairer Sportsmann. Ist halt für einen Verteidiger immer unangenehm, weil man sich da auch aufreibt. Das macht das Duell dann auch immer sehr, sehr interessant. Gibt es auch mal einen Satz zwischendurch? Oder? Ja, immer. Ja, also, Unterbrechungen sind, dann wird schon mal was erzählt. Am Ende, ja, gibt man sich die Hand und sagt, ich wünsche alles Gute, ich habe ein Spiel gemacht. Stranzel, 67 Spiele für Gladbach gegen Kiesling, 222 für Leverkusen. Ich habe die sogar noch im Kopf. Ich hätte schon 11 Meter gepfiffen. Kann, aber ja. Keine Mussentscheidung. Ne? Also. Eigentlich ein Käse, weil entweder ist es ein Foul oder ist kein Foul. Das Duell. Beide werden uns genauso aufs Spiel vorbereiten wie sonst auch. Es wird ein interessantes Duell als Mannschaft an sich gegeneinander und bei uns beiden auch. Deswegen freue ich mich einfach aufs Wochenende. Ist also fast alles geklärt, bis auf die Nationalmannschaft. Ich sag am besten gar nichts. Gemeinsamkeiten, Tattoos, Fußball, Autos. Kannst du überhaupt in den Tiefgarage rumgefahren? Hat er gesagt, er kann nicht. Das ist auch eine Pussy, ey. Also, ehrlich. Es schien fast so, als hätten sie sich gesucht und gefunden. Spaß gemacht. Dankeschön. Bitteschön. Kiesling und Stranzel. Kann ich das Ding jetzt abmachen hier? Nimmst du das auf, wenn ich da spreche? Glaub mir, du hörst jetzt nichts Schönes. Das. Gute Fahrt. Das Duell.